Willkommen zurück bei Elex. Ich bin wieder am selben Ort und habe wieder genau dasselbe geantwortet. Und jetzt verraten wir uns aber mal nicht. Ich habe auch davor gespeichert. So. Wovon redest du? Ich kann nicht genau mit dem Finger darauf zeigen. Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Die Kunst, das Manafeld richtig zu deuten, ist keine sehr genaue Kunst. Was führt dich zu mir? Zeig doch mal, was du so hast. Zeig mir deine Ware. Sicher. Pures Mana hat der. Kostet einmal 90. Anleitung, Amulett des Kämpfers. Anleitung, Amulett der Persönlichkeit. Heiltrank. Das finde ich nicht verkehrt, muss ich sagen. Der kleine Heiltrank, der heilt halt 40 Gesundheit, der normale 80 schon. Und mehr gibt es anscheinend nicht, also keinen großen Heiltrank oder so. Ich hätte die schon ganz gerne. Ich nehme die beiden einfach mal mit. So, Ring der Verteidigung, Anleitung. Boah. 15 Eisenerz, meine Güte. So, kann ich dem irgendwas hinterherwerfen? Schwefelbrocken, Drohnenkontrolle, Schnaps, Suppe. Ich verkaufe ja gern Sachen, die wir mehrfach haben. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier... Knochen. Da würde ich halt alle eingeben, bis auf einen, weil ich einen immer noch gern behalten möchte. Ja, die kann man halt trotzdem nochmal gebrauchen. Aber wir hatten ja noch so viel anderen Kram. Ja, geil, wenn hier nochmal aufgedröselt wäre, dass ich nochmal in meinetwegen Heilpflanzen und so weiter. Ja, ich brauche auch keine vier Hammer, ich brauche bloß ein. Öllampen brauche ich jetzt auch nicht so viel. So. Ja, da können wir schon mal ein bisschen was machen wenigstens. So, genau, immer bloß bis auf ein weg. Bei Sammlern sehr begehrt. Alte Münze. Das würde ich mal... So. So. Da haben wir wenigstens ein bisschen Geld mal gemacht. Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Das klingt gefährlich. Ganz und gar nicht. Wir haben schon einige Erfahrungen mit Mana sammeln können. Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Ah, okay. Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein,
sodass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Wissen, wer das gestohlen hat? Wir hatten nämlich diese Schuldnerliste von... Oh, wie hieß er denn? Ich muss die Namen erst noch reinkriegen. Ornir oder so? Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Lass mal Kral finden, der ist auf jeden Fall nicht der Dieb. Was bekomme ich dafür, wenn ich dir helfe? Meine Stimme hat hier in der Stadt großes Gewicht. Ich kann also ein gutes Wort für dich einlegen, falls du dich uns anschließen möchtest. Aber das ist nicht alles. Wenn du willst, kann ich dir Elixit geben. Hier fallen immer mal wieder einige Splitter ab. Bei der Umwandlung von Elex in Mana gibt es immer ein bisschen Schwund. Und von diesem Schwund könnte ich dich ordentlich entlohnen. Also wirst du mir helfen? Mal sehen. Vielleicht höre ich ja etwas über Kral. Nicht die Antwort, auf die ich gehofft hatte. Aber nun, wenn du wider Erwarten doch nach Kral Ausschau halten solltest. Kral hielt sich häufig auf dem großen Balkon oben im Haupthaus auf. Vielleicht findet man dort einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Echt? Da oben waren wir doch. Oder hier oben auf dem Haupthaus. Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Ich habe genug gehört. Auch gut. Wir wissen ja, was die Weltenherzen sind. So, wir gehen erstmal hoch, bevor wir da nach unten gehen. Möchte das mal nach oben die schöne Aussicht genießen. Sein Schatten, der spinnte gerade rum von Kaldrim. Genau, also der Kral ist nicht der Dieb. Oh, die Schuldnerliste. Warte mal, die müsste doch hier drin auftauchen. Die hatten wir geklaut. Oran, so hieß der. Oran Schuldenbuch. Da stand da irgendwo drin, dass der die Kisten... irgendwo Kisten geklaut hat, oder? Mist. Uiuiui. Ah, da liegt aber einiges rum. So, bevor ich es wieder verkacke. Keine Zeit. Keine Zeit. Anleitung. Ja, da meinte der mit Haupthaus wahrscheinlich das große Hotel dort oben. Halt!
er meint das Haupthaus. Werden wir sehen. Oh, der Herr Rüstschmied. Das ist ja geil. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Hm, klingt plausibel. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Rumschmerz 1, 62 Schaden. Boah, 54 Stärke, Alter. Wir müssen erstmal irgendwie leveln. Ja, das Beil, das haben wir schon. Kostet 600 bei dem. Bräuchten halt nur noch ein Level für die Konstitution. Die Zwinge, aber die macht plus einen Schaden mehr. Das lohnt sich auch nicht. Oh, Schredder 1. Geil. Da ist so ein Plus unten dran. Beim Hornschwert sogar 2 Plus. Kostet 5000. Junge, Junge. Kriegerschwert. Eisenhammer. Oh, also der Eisenhammer, der macht 31 Schaden, das Beil, achso, 8, 30. Okay, nee, ich dachte, ja, schade. Na gut. Kriegsbogen 2. Ja, 8000. Eine Jägerrüstung wäre nicht schlecht, könnten wir uns auch leisten. Können wir auch die nehmen. Ich meine, die kostet 300 weniger und die hat bloß Rüstung 2 weniger. Da... Ich kaufe die jetzt. Schön. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Geil. Was ist das hier? Achso, ja, stimmt. Das ist wieder das Wiesenkraut. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Sollte ich dich kennen? Die Entscheidung überlasse ich deinem Verstand. Wenn du mehr Weitsicht besitzt als manch einer hier, dann wirst du die Antwort recht bald kennen. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller.
Sindar schickt mich. Sindar? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jora damit zu tun? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sindar zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Unhold? Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sindar wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens, Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Gibt es keine Ausnahmen? Nein. Für gewöhnlich gibt es die nicht. Für gewöhnlich? Ja. Mehr musst du nicht wissen. Das, was du wissen sollst, weißt du jetzt. Konzentriere dich auf das, was ich dich heute gelehrt habe. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jora finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Verstanden. Gut. Ich erwarte dich bald zurück. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jora. Geh nun. Okay. Nein, gerade nicht. Oh, seine persönliche Beschützerin. So. Ich muss mal sagen, die Gespräche... Ah, wen haben wir denn da hinten? Gefallen mir wirklich sehr gut bis hierhin. Bin gespannt, ob das so bleibt. Glaub nicht, dass du hier etwas klauen kannst. Na, Mensch, ich guck mich bloß um, Junge. Du bist in Ordnung. Oh, ebenfalls. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Sehr gut, endlich mal einer, der auf den Punkt kommt. Breitschwert. Warum braucht man denn so viel Geschicklichkeit dafür? Metallschwinge 2.
Schade, wir können auch keinen. Für das Holzschild, kostet auch nochmal 500, bräuchten wir 30 Konstitution. Ja, Pfeile hat der. Mehr hat er nicht. Schade, da liegen ein paar rum. So, was kommt hier noch? Da oben geht es noch ein bisschen weiter. So, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.